Ja, ey, hat doch nicht so lange gedauert. Das ist Spiel 186 namens NFL Quarterback Club 2. Und wer sich fragt, ob das ein gutes Spiel ist, dem möchte ich das Folgende zeigen. Ich starte neu. Und hier sehen wir LJN. Aber, ey, wenn man ehrlich ist, das Spiel ist nicht so schlecht. Finde ich persönlich zumindest. Ich habe es vor dem Stream mal angetestet und eigentlich fand ich es ganz solide. Jetzt gut von der Grafik hier, von den Bildern, da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein. Aber ja, hey, 186 Spiele schon, die wir hier angegangen sind. Wie ich schon sagte, es ist kein umfangreiches Spiel. Es ist folgendermaßen, es ist einfach nur ein 1 gegen 1. Das heißt, wenn wir einmal gegen die KI gewonnen haben, ist das Spiel beendet, denn mehr Spielmodi gibt es nicht. Und das machen wir. Ja, es ist solide. Das muss ich sagen. Ich starte den Timer direkt. Keine Zeit verlieren. Und drücke Start, weil man kommt direkt. Es gibt kein Menü und nichts. Man kommt direkt in die Auswahl der Mannschaften. Und da sieht man schon, die Cowboys sind sehr gut. Aber ich versuche zumindest mal, wenn ich jetzt verlieren sollte, dann gucke ich schon, dass ich die beste Mannschaft nehme. Aber auf meiner Karte steht es geschrieben, die Raiders, die nehmen wir natürlich auch. Denn da hat sich LJN hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat sich die Lizenzen geholt. Und deswegen holen wir hier die Raiders nämlich. Und die sind aber nicht so gut, offensichtlich. Running. Also sie können nicht so gut laufen. der Rest ist solide, aber naja, sind nicht die besten Runner. Was ist 454? Alle Spiele im Besitz, die durchgespielt werden wollen. Es sind also vorbehaltlich. Da werden wahrscheinlich ein paar Spiele fehlen. Vielleicht so 10 oder so. Ich weiß es nicht genau, aber das sind so die Spiele, die in Europa released wurden. Und die möchte ich gerne alle durchspielen. Genau, die Liste, danke Pinky, ist da zu finden. Da ist die Liste aller Spiele. Auch welche wir schon gespielt haben oder durchgespielt haben. Mir ist halt wichtig, dass wir diese Spiele ohne Save States und ohne irgendwelche Hilfsmittel durchspielen. Und ja, das ist schon 100 Spiele, 186. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Mal schauen, was passiert, wenn wir 454 Spiele geschafft haben. Ob wir dann vielleicht auch noch die amerikanischen spielen oder die Game Boy Color Spiele oder was auch immer. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, denn das wird dieses Jahr nicht passieren. Okay, wir nehmen die Raiders. Und als Gegner, da lasse ich mich jetzt aber nicht lumpen. Da nehmen wir die Mannschaft, die die schlechtesten Stats hat. Einfach, weil wir es können. Buccaneers sind nicht so gut. Ich muss gleich niesen. Boah, ey, die Lions. Ey, die können ja rennen. Ey, wenn der Name Programm ist, ey. Crazy. Ja, ja, es gibt noch so viele. Die Oilers sind schlecht. Ist aber auch ein Kackname, muss ich sagen. Ey, Oilers. Wie Raiders. Wieso ist Raiders lustig? Das sind ja die Raiders hier. Also das ist ja die gleiche Mannschaft, die ich auf der Kappe trage. Tatsächlich. Es gibt ja zum Beispiel auch diese schwarzen Module, also die Game Boy Color Spiele, die auch abwärtskompatibel waren zum normalen Game Boy. Die habe ich gerade hier in der Liste nicht mit drin, weil ich gesagt habe, ich spiele halt nur die Spiele, die auch wirklich vermarktet wurden für den normalen Game Boy. Und, Heulers. Aber ja, das 454 Spiele muss man ja auch erstmal schaffen. Die Redskins sind schlecht. Die Redskins sind schlecht. Ich glaube, die nehmen wir. Ey, die Steelers haben aber auch ein ganz schön crazy kreatives Logo auf dem Helm. Okay, wir nehmen. Also, ich wähle gerade den Gegner aus, ja. Und ich spiele nicht gegen die Steelers, die sind ja viel zu gut. Ich spiele gegen die Redskins. Wir haben uns festgelegt. Die kenne ich sogar vom Namen. Achso, da ist das Logo hinten drauf. Ey, ist das nicht genormt? Dürfen die das? Müssen die nicht mittlerweile Twix heißen? Oh. Ey, aber man muss ja sagen, die heißen ja zweimal noch Raiders, aber die haben ja oft ihren Standort gewechselt.
Das heißt, es waren ja irgendwie die Los Angeles Raiders, die Las Vegas Raiders sind es, glaube ich, zur Zeit und so. Also die haben schon ein paar Mal ihr Stadion gewechselt. So, Raiders gegen Redskins. So, und dann kann man noch auswählen, wer heim und wer, das ist mir komplett egal. Player 1 Computer, ja, wir spielen die Raiders. Und ich muss kurz an die Tür. Einen Moment. Da bin ich auch schon wieder. Die Patriots sind so Bayern des Footballs. Ey, normalerweise würde ich die Cowboys nehmen. Doch, Cowboys. Aber ich trage hier die ganze Zeit diese Kappe. Jetzt muss ich auch die Raiders hier nehmen, denke ich. Skill Level. Rookie oder Pro? Ja, es war auch die volle. Genau, das vielleicht noch als für die Neuen unter euch. Also, wenn ich Optionen habe, wie Schwierigkeitsgrad oder so, dann nehme ich immer den Default. Also immer das, was voreingestellt ist, was natürlich sehr häufig irgendwie normal oder so ist. Jetzt hier war der Schwierigkeitsgrad, der voreingestellt war, war Rookie, also spiele ich Rookie. Wenn es Pro gewesen wäre, hätte ich halt Pro gespielt, aber okay, es war Rookie. So, hier können wir noch auswählen, ob unsere Spieler als Spieler dargestellt werden oder als O's and X's. Ich denke, wir machen Spieler. Im Januar 2017 reichten die Raiders einen Antrag auf einen Umzug der Mannschaft von Oakland nach Las Vegas bei der NFL ein. Ende März stimmten 31 von 32 Teambesitzer dem Umzug nach Las Vegas zu. Genau, und die waren aber auch, also bevor sie nach Oakland gezogen sind, waren sie, glaube ich, in Los Angeles. Also das ist sehr wild. So, Quarterlength. Ja, das ist halt auch die volle Option 5 Minuten. Hier nochmal Grüße an Wombi. Ein Footballspiel hat 4 Viertel. Und ja, wir spielen 5 Minuten Default. Also das Spiel geht dann quasi 20 Minuten, aber man muss überlegen, so ein Spiel hat ja auch sehr, sehr viele Pausen und Unterbrechungen. Das heißt, effektiv werden wir wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so mit drin verbringen. Allerdings auch nur, wenn wir gewinnen. Also das, ne? Gut, Coin Toss. Ich kann nichts auswählen. Das ist immer schön. Irgendwas ist passiert. Okay, wir haben gewonnen. Ich will als erstes angreifen. Ja, bitte. Ja, und hier sind wir. Okay, das war kein guter Kick. Ja, muss halt jetzt auch immer, ne, die Zeit zählt halt runter. Ich muss jetzt immer gucken. Aber ich werde genauso spielen wie in jedem anderen Spiel, das ich mit Football bisher in Berührung war, sprich diese ganzen Madden-Spiele, ich werde immer passen und hoffen, dass ich gewinne. Und ja, Punkt. Wir hatten ja schon einige Madden-Spiele hier. Fangen! Jawohl! Okay, Touchdown. Ich muss sagen, ich finde so Spiele, die von links nach rechts gehen, viel, viel besser als von unten nach oben. Ja, jetzt dürfen wir halt nochmal entweder nochmal ein Play machen, dann kriegen wir 2 Punkte noch on top, oder wir können kicken. Ich würde einen geben. Ich versuche natürlich, die 2 Punkte zu holen, denn dafür bin ich bekannt, für volles Risiko. Yeah! It's good! Genau, Conversion is good. Oakland, Los Angeles, Oakland, Las Vegas. Ja, ey, das ist wild. So, jetzt sind wir in der Verteidigung. Das heißt, wir treten den Ball jetzt erstmal, soweit es geht, in deren Hälfte. Es gibt auch natürlich verschiedene Strategien, wie man auf Zeit spielen kann. Die werden wir potenziell alle verwenden. So, jetzt sind wir in der Verteidigung. Ey, Verteidigung, keine Ahnung, ne? Da hoffe ich, dass die KI irgendwas für mich macht. Cutthroat Crash hört sich sehr gut an. Graveyard Blitz auch, muss ich sagen. Genau wie der Powerpummel. Komm, wir nehmen den Powerpummel. Das hört schon an wie ein Pokémon.
Okay. Was? Wie konnte der durch? Ey, KI, bitte? Kannst du bitte was machen? Ja, man sieht, nach dem ersten Play läuft auch die Zeit mit runter mit der Play-Clock zusammen. Das heißt, man kann dort halt schön auf Zeit spielen, wenn man keinen Timeout nimmt. Und scheinbar die KI hat gerade nicht eilig. Obwohl, jetzt hat sie eins ausgewählt. Okay, ich will nicht ganz vorne sein. Das soll die KI machen. Oh, oh. Okay. Ja, dann, die haben noch zwei Yards muss er schaffen, nur. Read, Rush. Hä? Ich wähle das gar nicht aus. Warum macht er das? Oh, oh. Shit! Oh, oh. Ich komme nicht hinterher. Ey, meine Spieler können nicht rennen. Ah! Okay. Es ist kein Selbstläufer offensichtlich. Wenn man eine Mannschaft hat, die nicht gut laufen, die nicht gut rennen kann. Du hast die Regel nie verstanden. Die sind gar nicht so komplex. Aber verstehe, was du meinst. Okay, aber wir haben das geblockt. Das heißt, er kriegt die zwei Punkte nicht. Und wir sind jetzt wieder im Angriff. Und wir sollten natürlich schon gucken, dass wir einen Touchdown hinkriegen. Aber die kicken nicht gut. Das finde ich, das ist sehr angenehm. Okay, aber wir werden natürlich wieder unseren Pass machen, unseren Quick Out. In der Hoffnung, dass er ankommt. Fuck! Okay, der wurde abgefangen. Das ist jetzt richtig schlecht. Ja, ey. Ich komme nicht hinterher. Was soll ich machen? Ey, wir werden sowas von verlieren. Das ist so ein bisschen das Risiko, wenn du passt. Wenn der Gegner den Ball abfängt, dann ist dein Angriff vorbei. Und die dürfen direkt angreifen. Und jetzt liegen wir 12-8 zurück. Und wieso wählt der automatisch für mich ein Play aus? Ich drück doch gar nichts. Fuck. Okay, wir müssen aufpassen. Was hätte ich da anders machen sollen? Später werfen, früher werfen. Okay. Nicht schlecht. Anders? Einen anderen Play? Aber ich finde eigentlich Quickouts schon nicht schlecht. Ich werfe mal ganz spät erst. Ja, dann fang ihn doch. Okay, es kann sein, dass wir das nicht gewinnen. Mal schauen. Ich hab doch. Oh nein. Okay, wir gucken mal in den anderen Pass rein, was hier noch gibt. HB Play Action Cross. Machen wir Cross. Und dann auf B. Oh nee, das sieht nicht gut aus. Doch, ich hab'n! Was? Ich hatte doch gehabt! Willst du mich verarschen? Okay, was gibt's noch? Tricks? Bomb. Okay, kommen wir in den Bomb. Oh oh. Wir haben gleich den Angriff wieder verkackt. Okay. Safe. Nochmal saved. Wir dürfen weitermachen. Okay, wir nehmen weiter den Bomb. Ne, wo war das? Das war bei Tricks. Okay, der ist frei. Ja! Okay, nicht schlecht. Ey, aber so ein Spiel geht schon lang.
Wir machen direkt wieder unsere Bombe. Wenn die oben den nicht abfangen. Schade. Okay. Leider keine Punkte bekommen. Achso, wir müssen ja kicken. Ich weiß halt nicht so, wie man richtig verteidigt. Also wie man zum Beispiel so einen Pass verteidigen kann. Weil man hat ja gesehen, wenn der durchkommt, dann ist er durch. Ja, aber hier, wieso hat er vorhin mir immer so automatisch so Dinge ausgewählt? Okay, kam leider an, aber kam nicht durch. Was nehme ich? Special Teams. Punt, nee, das will ich nicht. Prevent Fake. Ja, Cutthroat Crash. Das hört sich gut an. Ich bleib mal außen. Ich lass mal die KI alles machen. Nein! Ja, ich sehe doch nichts. Ich hab'n Interception. Ich hab zwar nichts gesehen, aber ich habe ihn gefangen. Das ist gut. Okay, es läuft wieder. Ey, sobald ich eine hohe Führung habe, würde ich auch ein bisschen die Zeit runterlaufen lassen. So wie jetzt, man sieht es ja, ne? Beide Timer gehen runter. Aber ja, ich möchte erst eine gute Führung haben, bevor ich das mache. Ja. Man muss immer so ein bisschen nachsteuern bei so einem Pass. Also, du musst den schon manuell fangen. Ja, gut. Okay. Also Bomb funktioniert gut. Das machen wir weiter. Aber ich könnte vielleicht auch hier einen Run machen. Ich weiß es nicht. Yes! Is good. Ey, aber ich finde generell bei Sportspielen, wenn die so von links nach rechts gehen, finde ich es immer besser als von oben nach unten. Vielleicht jetzt mal Tennis oder so ausgenommen. Aber es gibt ja auch einige Fußballspiele, die von unten nach oben gehen, so Sensible Soccer oder so. Finde ich alles nicht so cool. In meiner Welt muss es von links nach rechts gehen. Oder von rechts nach links. Je nachdem. Okay, abgefangen. Jetzt habe ich es nicht eilig, weil die Zeit ja runter tickt. Ich warte, bis er was ausgesucht hat. Ja, es ist, glaube ich, schon das dritte Footballspiel, was wir hier in der Challenge haben. Okay, er hat eins ausgesucht. So viele gibt es gar nicht in Europa. Ja, geil, was soll ich machen? Oh, ey. Jetzt darf der weiterspielen. Aber Zeit läuft runter. Vielleicht retten wir uns schon in das erste Viertel. Also in die erste Pause. Nö, noch nicht. Tja, welchen Spieler steuere ich ja am besten, ne? Okay. Incomplete. So, ja, Zeit läuft nicht weiter. Dann brauchen wir auch nicht künstlich es in die Länge zu ziehen. Okay, den haben wir auch wieder. Ich denke. Ah, egal. End of Quarter, aber die dürfen weitermachen. Ich denke, wenn ich ihn jetzt
abgeblockt kriege, wird er einen Punt versuchen. Yes! Okay, das war sehr wichtig. Der wird jetzt den Ball einfach in meine, so weit wegtreten wie möglich, gehe ich von aus. Deswegen versuche ich hier einen Punt Rush. Naja, egal. So, und wir sind dran. So, jetzt werde ich die Zeit ein bisschen runterlaufen lassen, denke ich. Wobei, das geht ja erst im zweiten Play. Ah, das ist ein bisschen tricky. Wir spielen ganz normal weiter. Wenn wir eh nur ein Spiel gewinnen müssen, ist es egal. Junge, was ein Pass. Da ging mein Internet eine Weile weg und ich verpasste das Prince of Persia Ende. Ja, es war auch nicht unbedingt sehr, also nicht außergewöhnlich spannend. Vor allem, es gab keinen großen Bosskampf oder so und es gab auch keine Cutscene, keine Credits. Wir haben die Prinzessin gerettet und dann ging es halt zurück in den Startscreen. So, wir lassen die Zeit runterlaufen, soweit es geht. Das gönne ich mir. Und dann ein geiler Pass. Touchdown! Ja, das Ding bei den Pässen ist, es ist ein bisschen schade, dass die Kamera nicht mitkommt und man halt gar nicht so richtig sieht, wo man hin, also wo dein Spieler ist. Das ist ein bisschen blöd. Okay, schade. Egal. Ja, und jetzt, Tim, du siehst es, spielen wir Football. Allerdings nur ein Match. Wenn wir es gewinnen sollten zumindest. Denn es gibt hier keinen Turniermodus. Das heißt, mal gucken, ob ich danach dann noch was spiele. Ich hätte noch ein Backup-Game. Falls das hier gut läuft. Ja. Machen wir den Killer Curtain. Der funktioniert auch ganz gut. Ach so. Hier hätte ich auf Zeit spielen können, glaube ich. Nein. Ja, das ist jetzt schlecht. Okay. Ja, ey, das Spiel ist sehr simpel. Aber es ist eins, weiß ich nicht, ich würde fast schon sagen, das beste Football-Spiel, das wir bisher hier hatten. So traurig es ist, aber die Madden-Spiele waren nicht besser. Ganz im Gegenteil. Das beste Spiel aller Zeiten, ja, vor allem auch wieder die Musik und die Soundeffekte, es ist wirklich, als wäre man dabei. Okay, der hat seinen Angriff verwirkt. Er wird jetzt einen Punt machen. Das habt ihr aber sicherlich euch auch schon gedacht. Und dann dürfen wir angreifen. Oh, Leute! Oh. Ich glaube, das hat noch nie ein Mensch vor mir geschafft. Du kommst ja kaum klar. Ja, das glaube ich dir, ey. Das ist ja wie, als wäre ich hier in so ein Champion Covenant beigetreten, ne? So viel, wie ich hier Punkte mache. Wie lief eigentlich das noch? Du hast ja dann irgendwann ein Spiel gewechselt. Warum eigentlich? Gibt ja manche, wo man ewig oft dasselbe spielen muss, wegen etlichen Mannschaften. Ja, das ist richtig. Das hast du ganz schlimm teilweise bei Baseball. Hui. Ja, könnt ihr den bitte abfangen? Ja, das Spiel, also das spielt sich recht. Ich hab tatsächlich Spaß.
aber halt auch wissend, dass ich nur dieses eine Spiel gewinnen muss. Dir war der Erfolg zu Kopf gestiegen und ich wollte weniger Zuschauer. Ja, machst du den Run weiter? Weil fertig bist du ja nicht geworden, gehe ich von aus. Okay, wir lassen. Also immer, wenn ihr mich hier blöd auf dem Bildschirm starren seht, dann warte ich, dass die Zeit runterläuft. So, und wenn es aufhört, dann wähle ich meinen Play. So gehen die Spiele einfach schneller, weil du effektiv weniger Unterbrechungen hast. Oh. Ja, wie soll ich den denn intercepten? Ja, ich hätte wahrscheinlich... Kann ich den Spieler wechseln? Noch während der Play läuft? Wahrscheinlich schon. Das müsste ich vielleicht machen. Du erwägst eine Streaming-Pause. Aus welchem Grund? Incomplete Pass. Weil ich muss sagen, ich erwäge auch hin und wieder Streaming-Pausen. Das liegt dann meistens daran, dass ich mal was anderes spielen will. Als immer nur Gameboy. Und aber bei dir, du streamst ja sowieso im Grunde alles, was du gerne spielst, oder? Okay, läuft aber sehr gut jetzt. Also, wenn er jetzt wieder verkackt, haben wir seinen Angriff abgewehrt. Two-Minute Warning. Ja gut, dann können wir auch den Killer Curtain machen. Ja, was? Was? Wieso? Ja. Ey, wenn der genauso schnell ist wie ich. Was? Wie soll ich den denn nur noch kriegen? Wild. Richtig wild. Okay. 7 Punkte. Okay, das heißt, wir müssen regulär weiterspielen. Wir dürfen nicht ihn so nah rankommen lassen. Aber vielleicht komme ich jetzt direkt wieder zum Touchdown. Wahrscheinlich nicht. Nee. Fuck. Gerade zündet nicht so richtig bei mir. Und daher wird es vielleicht Zeit, mal ein paar Wochen zu pausieren. Ja, ey, was immer dir gut tut, ne? Du musst ja wissen, wir Streamer, wir machen das ja nur für uns. Und wenn du da keinen Spaß hast, dann läuft was nicht richtig. Okay, wir versuchen. Und ich sehe halt nichts. Ja, weil ich halt nichts sehe. Jetzt ist eine Interception, weil ich nichts gesehen habe. Ey, das ist doch scheiße. Das ist das schlimmste Spiel, das wir je gespielt haben, ey. Toll. Jetzt dürfen die wieder angreifen. Ah, oh Mann, ey. Ah, oh, ist das ärgerlich. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich habe schon wieder vergessen, die Zeit runterlaufen zu lassen. Okay, ich habe ihn gefangen. Yes! Interception! So macht man das nämlich. So, und jetzt direkt ein Befreiungsschlag. Ich sehe halt nichts. Touchdown! So geht's mir gerade. Ich weiß nicht, was ich gerade streamen soll, da ich im Moment auf keinen Game Bock habe. Ja, das kann ich verstehen. Das ist halt so ein bisschen mein... Naja, ich will nicht sagen mein Vorteil, aber dadurch, dass ich ja hier ein sehr klares Ziel vor Augen habe, ist es immer relativ klar, wie es weitergeht. Allerdings muss ich sagen, dass natürlich ich auch nicht auf jedes Spiel Bock habe. Gutes Beispiel ist demnächst Tetris Plus. Ey, ich habe wirklich gar keine Lust. Aber wenn du halt...
so eine Challenge durchziehen möchtest, dann musst du die halt leider auch spielen. Früher oder später. Das Ding ist halt, ich versuche auch die ungeliebten Spiele recht früh schon hier rein zu planen, weil ich definitiv nicht am Ende dann so das letzte halbe Jahr, wo die Challenge noch läuft, nur noch Spiele habe, die ich nicht spielen möchte. Das wäre natürlich ein bisschen unangenehm. Deswegen versuche ich da immer zwischendurch ungeliebte Sachen loszuwerden. Oh, Interception! Okay, das funktioniert in beide Richtungen. Okay, jetzt, ich leg mich fest, das werden wir nicht verlieren. Ich werde ja auch immer besser. Und die haben keine Chance mehr gegen mich. Ey, aber das ist schon, ne, mit den ganzen Unterbrechungen geht so ein Spiel ganz schön lange. Ja, aber hey, danach, ich glaube, ich werde danach noch ein Spiel spielen, und zwar Chuck Rock. Das ist ein Plattformer. Ich liebe Plattformer. Und das ist quasi noch was, was ich mir gönne, bevor ich Richtung Tetris mich bewege. Es ist vielleicht nicht der beste Plattformer, aber selbst ein schlechter Plattformer ist für mich noch besser als das beste Tetris. Platform Wax. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt noch ein, es ist ein kurzes Spiel. Ich meine, Chuck Rock kennt man vielleicht. Das gab es nicht nur auf dem Gameboy. Ist halt aber ein schlechter Port, muss ich sagen. Harte Worte. Ey, es gibt zwei Spiele, ne, die ich äußerst ungern on Stream spiele. Das eine ist Tetris und das andere ist Schach. Die zwei Dinge. Ich kann die nicht gut und ich will sie auch nicht lernen. Und das macht dann meistens keinen Spaß mit mir. Okay, wenn die einen Timeout machen, jedes Mal, läuft die Zeit nicht weiter, logischerweise. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das tut weh. Ich hatte überlegt. Oh oh. Interception! Ich hatte überlegt, als eines der nächsten Spiele das 4-in-1 Fun Pack zu spielen. Aber da ist Schach mit dabei. Und da habe ich mich dagegen entschieden. Irgendwie Schach, Reversi und noch so andere Müll. Oh, okay. Ey, das Spiel. Also, ich meine, wir spielen ja auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. Es gab ja zwei verschiedene. Aber es ist schon eher leicht. Aber ich muss auch sagen, ich spiele ja auch gegen die schlechteste Mannschaft. Von daher will ich da auch jetzt überhaupt nichts weiter zu sagen. Aber ich habe nicht die beste Mannschaft. Wie habe ich den gefangen? Dabei war dein Schach für lange Zeit nicht so schlimm gewesen. Ich war als Anfänger definitiv schlechter. Ich glaube, das war Glück. Ich habe am Anfang halt ein paar Figuren hin und her geschoben, wobei ich sagen muss, ich habe ja hin und wieder dieses Zugzwang von Rocket Beans geschaut und dann so meistens so wie man so am Anfang spielt, da war ich noch aufmerksam und habe mir das noch mit angeschaut, aber so hinten raus dann, ne, die Strategien, wie man dann ein Spiel, das schon läuft, noch irgendwie umbiegen kann, gar keine Ahnung. Das letzte Schach ging doch ganz gut. Ja. Das letzte Schach, wir haben es im ersten Versuch ja geschafft. Aber, also wenn ich den Chat richtig interpretiert habe, habe ich nicht besonders gut gespielt. Und schön, dass ich meine Spieler nicht mehr sehe, wenn die auf einer Linie sind. Das Ding ist halt, ich will mir einfach diese Blöße nicht geben. Ich würde Schach schon schaffen. Aber es ist mir dann immer unangenehm, dass ich so extrem schlecht spiele. Und das Ding ist, selbst ich, als ich das VOD mir angeschaut habe, dachte mir so, ey, wieso habe ich das nicht gesehen? Das ist so offensichtlich gewesen, was ein guter Zug gewesen wäre. Aber wenn ich hier sitze und labere, ich sehe das nicht.
Ich kann das nicht. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Okay, irgendwelche Statistiken, ist mir egal. Zweite Halbzeit, let's go. Geht dann doch eine Stunde das Spiel, offensichtlich. Ist schon krass, ne? Man spielt 4x5 Minuten und das Spiel geht aber eine Stunde. Wegen Unterbrechungen. Schon hart. Okay, diese Pässe in die Mitte, die funktionieren halt leider voll gut. Ich weiß nicht, wie ich die verteidigen soll. Ich brauche auch gar nicht hinterherrennen. Das ist Quatsch. Ey, Pässe sind wirklich mega OP. Okay, ich muss mich doch wieder konzentrieren. Die haben 33 Punkte. Machen wir Field Goal Block. Funktioniert sowieso nicht. Weil die viel zu schnell sind. Shit. Muss in der Verteidigung besser werden. Ey, man kann, wenn man A drückt, also wenn man den Ball hat und A drückt, kann man für kurze Zeit schnell rennen. Das versuche ich halt häufig anzuwenden, aber es funktioniert meistens nicht wirklich gut. So, jetzt zum Beispiel, jetzt hat es gut funktioniert, dann kann man sich so einen kleinen Vorsprung rausrennen und dann holt einen keiner mehr ein. Das ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Und das Problem ist halt, wenn es die ganze Zeit hin und her geht mit diesen Touchdowns, dann dauert das Spiel halt auch echt lang. Naja, wir haben ja Spaß. Das ist die Hauptsache. Okay, nice. So, jetzt können wir gerne mal einen Angriff auch blocken. Aber Killer Curtain scheint nicht so gut zu funktionieren. Vielleicht sollten wir was anderes machen, wie Fatal Five. Weil dann haben wir nämlich einen hinter der ersten Linie, der vielleicht noch den Pass abfangen kann. Wobei, der läuft ja auch nach vorne. Was ist das denn für ein Müll? Oh. Bleib doch hinten. Vielleicht muss ich den steuern und einfach hinten bleiben. Das probieren wir nochmal. So, ich lasse ihn jetzt hier. Ja, lauf doch durch. Was? Was soll ich denn drücken? Aha. Okay, aber das war nicht schlecht. Also ich glaube, das ist eine gute Strategie. Auch für eine Interception potenziell. Yeah, der war gut. Der war gut. Er hat 10 Yards verloren. So, die Zeit tickt runter. Hier kann ich ein bisschen warten. Okay, also er hat scheinbar nicht eilig. Das finde ich gut. Jetzt hat er einen ausgesucht. Yeah! Okay, das war auch sehr gut. Ich glaube, ich habe meine Strategie gefunden. Zeit läuft runter. Wenn er jetzt wieder verkackt, wovon fast auszugehen ist, dann sind wir im Angriff. So. Fatal Five. Oh oh. Okay, er hat verkackt. Incomplete. Ja, jetzt ist egal. Der wird eh kicken. Touchback. Was heißt das nochmal? Naja. Wir nehmen eine Bombe. Wir müssen uns hier befreien.
Geschafft. Nein, haben wir nicht. Was? Der hat ihn gefangen? Ey, ich raste aus. Was? Ich hab da doch gestanden. Wo soll ich denn stehen? Okay, das ist schlecht. Der ist ja jetzt schon ganz nah in meiner Endzone. Okay, aber er kommt nicht vorwärts. Das finde ich ganz gut. Und Touchback ist wahrscheinlich, wenn er hinter die nennt man es? Hinter die Goal-Line kickt, dann muss man halt von hinten anfangen und kann nicht direkt losrennen. Ja, aber die Zeit läuft runter. Die Zeit ist mein Freund. Nice. Okay, wenn ich die KI verteidigen lasse, läuft das schon deutlich besser. Fatal 5. Oh, oh, nein, 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 nein. Okay, sehr gut. Zeit, ein guter Bekannter. Ey, wenn man führt, ist das immer eine valide Situation, um auf Zeit zu spielen. Im richtigen Leben würde ich das nicht machen, da bin ich natürlich ein Sportsmann. Aber hier ist mir alles egal. Ja, und wir kriegen wahrscheinlich wieder so einen Touchback. Nee. Wir dürfen direkt los. Ja! Let's go! Okay, wir machen jetzt mal... Wir gucken mal, kann ich jetzt über den ganzen Platz rennen und Zeit... Ey, die holen mich ja sowieso nicht. Ey, das ist ja lustig. La 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 la. Oder kriegen die mich irgendwann doch? Ich glaube, die kriegen mich irgendwann doch. Okay, nee. Okay, das war ein bisschen... Das war unsportlich. Gebe ich zu. Aber war ja auch nicht von Erfolg gekrönt. Ich dachte, ich hätte jetzt hier endlos rumlaufen können. Aber leider nicht. Dann mache ich jetzt halt hier den Touchdown. Komm. Okay, das war Karma. Shit! Egal, wir führen ja. Und die Zeit ist unser Freund. Shit. Das war ein bisschen peinlich auch. Aber läuft ja. Okay, Zeit läuft runter. Ich habe nichts mehr zu trinken da. Oh, und es ist erst das dritte Viertel. Okay, der wirft. Interception. Jawohl! Okay, jetzt knallen wir dem noch einen Touchdown rein. Yeah. Ja, man kann halt auch sehen, also man muss halt gucken, wie die Leute rennen. Manchmal sieht man, dass ein Passempfänger seinem Verteidiger entkommen ist. Und dann kann man natürlich schauen, dass man auch zu dem hinwirft. Hier ist mir jetzt egal. Hier mache ich einfach einen Guck. Ja. Gut, 2 Punkte. Und let's go. Ich weiß halt nicht, ne? Das Spiel, also mir macht das schon auch soweit Spaß. Aber ich glaube, man kann das... Genau, man sieht es ja auf der Verpackung, man kann das nicht zu zweit spielen. Und es gibt keinen Turniermodus, wie schon gesagt. Das ist schon kein guter Spielumfang. Ich meine, wenn ich das einmal als Kind gespielt habe, dann ist ja auch gut, oder? Wie oft will ich das Gleiche nochmal und nochmal spielen? Okay, Zeit läuft runter. Vielleicht in die Pause. Wer weiß? Wahrscheinlich nicht. Ja, läuft aber schon. Ja, wenn man leidenschaftlicher Football-Fan ist,
Ja, vielleicht. Ja, das ist halt. Das ist schwierig heute noch einzuschätzen, wie das damals war, weil man hatte ja nichts anderes, ne, potenziell. Du hattest deinen Gameboy. Und wenn du halt dann dieses Spiel hattest, hast du halt gespielt, ne? Hatte man als Kind nicht öfter, dass man gleiche Spiele. Ja. Ja, irgendwie schon. Aber ich finde halt, für das, was das Spiel jetzt so vom Umfang her bietet, ist es halt auch einfach zu teuer gewesen dann, ne? Und weiß ich nicht. Also da muss man halt objektiv auch sagen, dass es dann kein gutes Spiel ist. Und ich komme nicht. Oh, doch. Oh, ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Fuck! Als Kind konnte ich repetitive Sachen rauf und runter spielen. Ja, ey, aber es ist ja nochmal ein Unterschied. Ob ich zum Beispiel repetitiv irgendwie bei Pokémon irgendwie grinde oder bei Final Fantasy oder so. Oder ob ich immer und immer wieder Pässe werfe und hoffe, dass sie ankommen. So grinden liebe ich auch. Total. Aber Sportspiele dürfen, weiß ich nicht, baue ich jetzt nicht so lange am Stück, sagen wir mal so. Ich mag Sportspiele sehr. Bin großer Fan. Aber wenn, dann irgendwie zu zweit, also gegen einen anderen Menschen. Oder eben halt ein Spiel und dann wieder weglegen, so, ne? Okay, haben wir irgendwo. Ah, das ist. Sehr gut. Okay, ich versuche Zeit zu schinden. Weil, wenn ich jetzt noch einen Angriff habe. Ach nee, die Zeit läuft trotzdem nicht runter, ne? Doch. Okay. Ich versuche nie direkt einen Touchdown zu machen. Damit ich Zeit runterlaufen lassen kann. Das ist clever. Das ist klug. Und ja, wir sind auf den Zielgeraden. Noch 4 Minuten und dann haben wir es geschafft. Unten läuft die Zeit noch weiter. Jetzt. Und Touchdown! Yeah! Jetzt läuft die Zeit aber nicht weiter, ne? Ne. Ja, dann holen wir uns noch hier noch 2 Punkte mehr. Oder auch nicht. Aber ja, stimmt schon, ne? Wenn du halt im Rahmen so von so einer Challenge jetzt irgendwie ein Sportspiel hast, NFL, also Madden oder so, und musst da irgendwie eine ganze Saison spielen und müsstest jetzt effektiv irgendwie 50 Stunden dieses Spiel streamen, das wäre dann schon auch irgendwo belastend für alle Beteiligten. Ey, dann spiele ich wirklich lieber Schiffe versenken. Okay, den haben wir. Den haben wir geblockt. Jetzt läuft die Zeit. Aber vermutlich wieder ein paar Timeouts nehmen demnächst. Dann können wir nicht mehr auf Zeit spielen. Ja, ey, da bin ich in Farbe. Ey, leider. Ich hab's ja schon mal erwähnt. Ist mir heute meine Beleuchtung ausgefallen, beziehungsweise kaputt gegangen. Deswegen bin ich sehr unterbeleuchtet heute. Das ärgert mich richtig und komplett überschattet. Oh, wo ist er? Ich sehe doch nichts. Ach Mann, ey. Man sieht doch nichts. Okay, 39 Punkte holt er sowieso nicht mehr. Von daher, auch egal. Okay, da hat er mich verarscht. Was? Was? Ist er einfach an mir vorbeigerannt? Ich glaub's nicht. Das war frech.
Ey, das war der Disrespekt. Okay. Gut, aber so schnell ist die Minute um. Ja, aber dafür ist es ja nicht besonders teuer. So, die Zeit läuft nicht, aber ich gucke, dass ich jetzt hier mich befreien kann. Das ist so das Minimum, was ich jetzt brauche. Okay, sehr schön. Sehr wichtig, sehr wichtig. So, jetzt läuft die Zeit. Ich frage mich, warum der kein Timeout called. Hat er schon aufgegeben wahrscheinlich. Okay, 2-Minute Warning. Das heißt, die Zeit ist jetzt gestoppt, jetzt müssen wir spielen. Ey, ich wollte nach oben werfen eigentlich. Egal. Läuft. Touchdown. Ja, ich versuche halt so jedes fünfte Spiel ungefähr soll ein Sportspiel sein, damit wir die nach und nach halt abgearbeitet kriegen. Ich weiß gar nicht, das nächste Sportspiel. Was war das nochmal für ein... Golf. Als nächstes kommt als Sportart Golf. Da freue ich mich aber auch drauf. Aber das wird auch lange dauern. Das sind 4 Kurse A 18 Löcher. Aber erstmal kommen andere Spiele. So, ja, keine Ahnung. Fatal 5. Wie immer. Oh, der hat ihn ja direkt zu mir geworfen, der Vollidiot. Okay, aber ich werde, was? Achso, ja. Ich bin nach. Das war meine Interception nämlich. So, jetzt kann ich natürlich direkt wieder... Aber ich mache was anderes. Und zwar kann man jetzt, das zeige ich mal kurz, ich kann jetzt rennen und ich werde aber mich tackeln lassen und dann können wir die Zeit runterlaufen lassen. Denn so funktioniert das. Außer er macht Timeout. Dann geht das nicht. Oh, du Arsch, ey. Na, dann halt nicht. Dann hole ich mir halt einen Touchdown, wenn er unbedingt will. Haben wir die 100 Punkte eigentlich geschafft? Nee, ne? Nee, werden wir auch nicht schaffen, glaube ich. Ist auch egal. Ja, also ich finde, das Spiel ist schon, also das spielt sich gut, es hat ein gutes Gameplay, aber es ist sehr langweilig. Ich glaube, das kann man so sagen. Moin, einer von so vielen. Ist das ein Schiedsrichter, ein Football-Schiedsrichter? Ja. Touchdown! Echt, das ist ein globales Twitch-Emote? Nice. Da weiß ich ja, was ich spamme, wenn ich, mal bei jemand anders Football sehe. Okay, dich kriege ich. Was? Okay, der ist durch. Der ist durch. Wie der sich dann auch immer noch, wie der immer noch so Pirouetten dreht und so. Das ist richtig unsportlich. FB Pass. Football Pass ist auch nice. Okay, aber der hat ja eh keine Chance mehr. Ja, wir haben es gleich geschafft. Wir haben gleich Football hinter uns. Dann können wir auch endlich wieder Plattformen. Ey, es gibt ja sau viele. FB Spiral, FB Catch. Richtig gut. Gefällt mir. FB Run. Yo, einer von so vielen. Vielen Dank für deinen zweiten Monat. Vielen, vielen Dank für deinen Support.
In diesen schweren Football-Zeiten. Die wir aber gleich überstanden haben. Ey, immer diese Timeouts. Hör doch auf, ey. Einen hat er noch. Das heißt, wir könnten clever spielen. Indem ich mich jetzt tatsächlich doch wieder tackeln lasse, noch einen Timeout provoziere, mich dann nochmal tackeln lasse und die Zeit ablaufen lasse. Das müsste klappen. Ja, jetzt hat er seinen letzten Timeout genommen. Ich laufe nochmal. Und dann... Ja, und dann lassen wir Zeit runterlaufen. Und zwar jetzt. Okay, das ist auf jeden Fall GG. Also es war schon lange GG, aber jetzt ist es auf jeden Fall amtlich. Ich frag mich, ob die im echten Football auch solche Arschloch-Moves machen. Wahrscheinlich schon. So, aber einen Play müssen wir noch machen. So, aber jetzt haben wir gewonnen. Nice. End of game. Aha, aha, aha. Statistik, mhm. Okay, ja, alles klar, gut. Final Score, 94 zu 54. Ja, es passiert nichts weiter, als dass man zurückkommt in den Startscreen. Soll mir recht sein, soll mir recht sein. Danke fürs GG. Ja, das war Spiel 186, NFL Quarterback Club 2. Wie ich finde... Ein Spiel mit Potenzial, das aber nicht genutzt wurde. Also, es bietet zu wenig. Aber dieses von links nach rechts spielen, diese Perspektive finde ich richtig gut. Und wenn man überlegt, dass der erste Teil nur eine Minispiel-Collection war, ist das natürlich schon eine Erweiterung. Jetzt muss man sagen, es gibt auch NFL Quarterback Club 96. Das müssen wir auch noch spielen. Das war, glaube ich, dann nochmal der Nachfolger von diesem Spiel. Das heißt, da erwarte ich dann, dass wir ein richtig, richtig gutes Spiel bekommen werden. Ja, was das Spiel jetzt hier war, ja, es ist... Ich weiß es nicht, ey. 4 Punkte oder so maximal, ich weiß es nicht. Ich glaube, so Richtung 4 Punkte... So, ich muss mal los. Schönen Abend, ihr Lieben. Morgen wie immer, ich weiß noch nicht, Efi. Ich bin ja etwas kränklich. Ich guck mal, inwiefern sich das bis morgen mutiert ist. Aber wenn ich fit bin, dann morgen 19 Uhr, ja. So, den Dreh. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Schön, dass du da warst. Aber ich mach tatsächlich noch weiter. Ich spiele noch Chuck Rock. Ich versuch's zumindest, weil das dürfte eigentlich noch ein kurzes Spiel sein. Da würde ich auch nochmal kurz in die Pause verschwinden. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, Efi. Und der Rest, bis gleich, hoffentlich.